So, hallo zusammen. Heute sind wir mal draußen bei dem schönen Wetter. Und als Alternative zu unseren Kursen wollen wir euch heute mal animieren, vielleicht auch mal joggen zu gehen. Natürlich alleine, aktuell oder im Abstand 2 Meter mit der besten Freundin oder Freund. Zu diesem Anlass zeigen wir euch heute ein kleines Lauf-ABC. Also die Sachen, die man braucht, um das erste Mal laufen gehen zu können. Ja, das Wichtigste vielleicht vorab, bei Gelenkschmerzen würde ich doch eher walken gehen oder länger spazieren. Wenn ihr keine Probleme mit den Gelenken habt, spricht nichts gegen das Laufen. Weniger ist mehr und ein guter Laufschuh ist Grundvoraussetzung. Ja, das würde ich euch auf alle Fälle empfehlen, bevor ihr loslegt, euch einen guten Laufschuh zuzulegen. Man kann die ja aktuell auch online bestellen. Natürlich ist es sinnvoll, sich beraten zu lassen, aber ich denke mal, demnächst machen die Läden auch wieder auf. Okay, jetzt erstmal ein ganz kleines Lauf-ABC für euch, so einfach wie möglich. Ich mache ein bisschen was auf der Stelle, damit man das erstmal sehen kann. Würde ich euch auch empfehlen, nicht immer gleich loszulaufen, sondern die Übungen am Platz zu machen und später mal loszulaufen. Die Fußgelenksarbeit, damit starten wir jetzt mal. Ich zeige es mal von der Seite. Und zwar geht es darum, ganz kleine Bewegungen mit den Füßen zu machen. Ihr seht schon, die Zehen bleiben möglichst am Boden. Das sind schon fast Skippings, ja. Also hier ganz kleine. Man kann das natürlich auch noch mal von der Frequenz erhöhen, aber wir wollen es jetzt erstmal einfach halten. So, schön mit der Fußarbeit. Ich drehe mich mal. So, da geht es vor allem auch darum, die Gelenke vorzubereiten. Oberkörper ist schön aufrecht, die Arme gehen schon mal ganz natürlich mit. Okay. Dann gehe ich mal über in Skippings. Skippings ist so ein bisschen mehr Kniehub. Das heißt, ich habe immer noch diese Fußarbeit, aber man sieht schon, dass ich das Knie etwas mehr anhebe. Und ich komme auch schon langsam ins Schnaufen. Ja? Also theoretisch könnte man das auch zu Hause machen, wenn man kein Laufband hat. So, ich drehe mich wieder zurück. Und dann kennt man schon auch bei mir aus dem Kurs mal hier der Kniehebellauf. Aufrecht stehend und richtig schön die Knie hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, wenn man vor allem mal schneller laufen möchte, ganz wichtig. Dann gehe ich wieder zurück in die Skippings. Und wieder in die Fußgelenksarbeit. Okay, das war jetzt mal ein Beispiel, wie man sich stehend auf das Lauf-ABC vorbereiten kann. Jetzt kommen die bewegten Bilder. Okay, wir machen die Übungen, die wir jetzt eben stehend gemacht haben, einfach auch mal in Bewegung. Mein Vorschlag sind immer so ungefähr 15 bis 20 Meter eine Technik, ein Hopserlauf zum Beispiel zurück und die nächste Technik. Oder jede Übung mal 3, je nachdem, wie viel Zeit ihr dafür investieren wollt. Ich starte jetzt nochmal mit dieser Fußgelenksarbeit. Ja, jetzt mal zu euch hin. Also nicht so schnell nach vorne loslaufen. Hier, gerade bei der Fußgelenksarbeit, geht es in erster Linie darum, eben über die Fußgelenke zu arbeiten. Da habe ich nicht so einen Vortrieb, sondern da konzentriere ich mich eher auf meine Füße. Oberkörper aufrecht, Arme gehen möglichst natürlich mit. Ja? Und hier natürlich kann man das von der Frequenz nochmal erhöhen. Okay, und dann machen wir vielleicht mal einen Hopserlauf zurück. So, nächste Übung. Wir haben gesagt, aus Fußgelenksarbeit machen wir jetzt mehr Skippings, also ein bisschen mehr Kniehub. Also hier, da habe ich schon ein bisschen mehr Bewegung drin, ein bisschen mehr Vortrieb und vor allem geht es auch schon mal ein bisschen mehr nach oben. Ja, tack, 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 tack. Okay. Und jetzt vielleicht mal beidarmig schwingend zurück. Auch das, wie gesagt, könnt ihr 2-3 Mal wiederholen. Das sind jetzt ja nur Beispielübungen. Wir haben gesagt, Fußgelenksarbeit, Skippings. Und jetzt machen wir mal den Kniehebellauf. Ups, mein Kabel. Bam, bam, bam. Das ist schon ein bisschen athletischer. Genau. Vielleicht auch noch zurück. Ihr seht, ich ziehe die Ferse direkt zum Po.
Okay, sehr schön. Nächste Übung. Kleine Pause, Arme mal schwingen oder die Hüfte kurz kreisen. Ist das Anfersen. Das Anfersen, ich hoffe, ihr könnt nicht sehen, kann man am Anfang so machen, dass man die Hände absetzt, um aufrecht zu stehen, damit der Schultergürtel aufrecht bleibt und dann die Fersen wirklich zum Gesäß hochziehen. Ja? Ich lande immer nur auf den Fußbeinen. Okay, und jetzt mal in Bewegung. Die Arme mal dazu, kurze Kontakte am Boden und anfersen. Ich wende, hier nochmal zum Gesäß, tak, tak, tak und dann wieder zurück. Kleiner Hopserlauf. So, wie starte ich in das Laufen, wenn ich das kleine Lauf-ABC gemacht habe? Da habe ich eine Empfehlung, das machen wir auch bei uns in der Laufgruppe so. Aufrecht stehend, Hände verschränken, Arme zur Decke heben oder zum Himmel heben, auf die Zehenspitzen und einfach den Oberkörper nach vorne, ich will nicht sagen fallen lassen, aber doch mehr oder weniger, bis man merkt, dass man nach vorne fällt und losläuft. Ja, wir nutzen jetzt einfach mal die Schwerkraft. So, Schultergürtel vor die Hüfte bringen und dann auf den Fußballen nach vorne traben. Mit Abstand die wichtigste Übung, meiner Meinung nach, für das Laufen ist eben dieses Aufrichten nach oben, dann über das natürliche Körpergefühl nach vorne gehen und sich fallen lassen. Genau. Und so laufe ich dann einfach mal los. Ich zeige es jetzt nochmal mit, also im kompletten Laufstil. Arme heben, aufrichten, leichte Vorlage, nach vorne fallen und ganz natürlich lostraben. Dann haben wir noch ein kleines Beispiel für die Kraft, nicht verkehrt, Mobilisation und Kraft. Ausfallschritte kann man in jedes Lauftraining integrieren, über die Ferse abrollen. Große Schritte machen wir zum Teil auch im Workout. Eine sehr, sehr gute Übung. Also 20 Ausfallschritte pro Lauf, pro 30 Minuten zum Beispiel. Oder fortgeschritten, wer möchte, rückwärts. Ja, das sieht man schon, man muss sich mehr konzentrieren. Die Ausfallschritte rückwärts. So. Ja, ich hoffe, ich konnte euch animieren, jetzt mal mit diesem kleinen Lauf-ABC loszulaufen, einfach rauszugehen und mit dem Laufen zu beginnen. Macht euch jetzt nicht so viele Gedanken über eure Technik, die ist natürlich wichtig, aber gerade jetzt am Anfang, wenn man noch nicht so schnell unterwegs ist, ist das überhaupt kein Problem, wenn ihr über die Ferse abrollt, ja. Man kann dann zwar noch nicht so wirklich vom Laufen sprechen, das ist meiner Meinung nach eher ein schnelleres Walken, aber das ist absolut in Ordnung für den Anfang. Wichtig ist ja, dass ihr Spaß habt und wie man sich auch danach fühlt. Ja? Langfristig macht es natürlich Sinn, wenn ihr sagt, ihr wollt rausgehen, A, den richtigen Laufschuh zu haben und B, sich dann schon auch mal Gedanken über die Technik zu machen. Ich empfehle den Mittelfußauftritt, ja, über den Mittelfuß aufzutreten. Das ist für das Skelett am sinnvollsten. Natürlich gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, Vorderfußlauf, Fersenlauf. Das kommt dann mit der Zeit. Wer sich dafür interessiert, kann sehr gerne bei unseren Laufworkshops teilnehmen. Da haben wir auch manchmal Profiathleten am Start, die das alles erklären. Und ein bisschen seht ihr vielleicht noch im Slow Motion von meinem Laufstil. Da kann man auch schon mal ein bisschen reingucken und sich was abschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr geht jetzt gleich los laufen oder zumindest euch die Schuhe bestellen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Ciao.